Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und heute gibt es das zweite Outfit of the Week Video. Bevor es aber losgeht, ein kleiner Hinweis. Wenn du neben meinen Videos auch noch weitere Outfit- und Styling-Tipps haben möchtest, ja, dann kann ich dir den Men's Style Guide empfehlen. Das ist ein E-Book zum Thema Outfit und Stylings. Daraus habe ich mir persönlich auch einige Tipps rausgezogen. Link zum E-Book findest du in der Infobox und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% auf dieses E-Book. Und wenn du Lust hast, folg mir natürlich auch gerne auf Instagram. Dort gibt es auch einige Outfit-Posts von mir, als auch ein paar privatere Einblicke in meinen Stories. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Heute zeige ich euch eines meiner Lieblingsoutfits für den Sommer und zwar ein Outfit mit kurzer Jogginghose und Lederjacke. Das Outfit ist perfekt für den deutschen Sommer, weil du halt, wenn es zu warm wird, ja, kannst du dann die Jacke ausziehen und wenn es halt wieder frischer wird, dann kannst du halt deine Lederjacke wieder drüber ziehen und von daher ist das wirklich für mich eines meiner Lieblingsoutfits für den Sommer. Starten wir wie immer bei den Schuhen und zwar trage ich hier meine Ledersneaker von der Marke Garmin Project in komplett weiß. Die Ledersneaker kosten so ca. 150 Euro und wenn du solche Sneaker trägst mit kurzer Hose, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, Invisible Socks zu tragen, damit man halt nicht sieht, dass du Socken anhast. Und wenn du Sneakersocken tragen solltest, ja, dann trag bitte weiße Sneakersocken, aber trag keine schwarzen, grünen oder irgendwelche Kniestrümpfe, das geht gar nicht. Alternativ kannst du bei diesem Outfit natürlich auch andere weiße Ledersneaker tragen, wie zum Beispiel Adidas Stan Smith, die passen hier auch ganz gut. Kommen wir zum zweiten Teil und zwar zu einer kurzen Jogginghose in der Farbe Dunkelblau von Zara. Die habe ich im Sale geschossen für sage und schreibe 15 Euro. Die kurze Hose hat so ein bisschen Struktur, also es ist keine glatte Jogginghose, wie man es vielleicht von diesen grauen Jogginghosen so kennt, sondern die hat ein bisschen Struktur, ist in Blau und das wirkt einfach ein bisschen anders, als wenn man jetzt so eine graue, glatte Jogginghose anhätte. Also es fühlt sich an wie eine Jogginghose, sieht aber gar nicht so aus wie eine Jogginghose. Sieht einfach ein bisschen hochwertiger aus, weil der Stoff halt ein bisschen Struktur hat und weil es halt die Farbe Blau ist. Und was ich noch cool finde bei dieser Jogginghose, ist, dass die Kordeln am Ende noch so einen kleinen Silberabsatz haben, da komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. Kommen wir zum nächsten Teil, dort trage ich wieder ein schlichtes weißes Basic T-Shirt von Uniqlo für 15,90 Euro. Man kann, wenn man Lust hat, die Ärmel noch ein bisschen aufkrempeln, wenn man die Jacke natürlich drüber hat, sieht man das nicht, aber wenn man die Jacke auszieht, sieht das ganz lässig aus, wenn du deine Ärmel noch so ein bisschen aufgekrempelt hast. Kommen wir zum nächsten Teil bei diesem Outfit und zwar zu einer Lederjacke von Hugo Boss. Die Lederjacke hat so ca. 350 Euro gekostet und die ist wohl das wichtigste Teil bei diesem Outfit. Denn die Lederjacke macht dieses Outfit einfach mal so richtig hochwertig. Also so ein bisschen eleganter und halt auch hochwertiger. Denn ohne diese Lederjacke würde das Outfit einfach nur sportlich aussehen und mit dieser Lederjacke sieht das Outfit einfach sportlich und elegant aus. Und die Lederjacke ist von der Farbe her so ein Blau-Grau, passt natürlich gut zu der Hose und hier und da finden sich auch bei der Lederjacke wieder kleine silberne Details wieder. Das letzte Teil bei diesem Outfit ist ein Accessoire und zwar eine Uhr von der Marke Nordgreen. Die Uhr kostet so ca. 190 Euro und macht dieses Outfit am Ende des Tages dann komplett. Wenn du dich für clean, schlichte, einfache Uhren interessieren solltest, wie zum Beispiel diese Uhr von Nordgreen, dann check einfach mal dieses Video hier oben ab. Ich habe nämlich vor kurzem die Uhren von Nordgreen vorgestellt und da kriegst du auch einen Gutscheincode für diese Uhren. Was ich bei diesem Outfit richtig cool finde, wenn man sich dieses ganze Outfit jetzt nochmal anschaut, ist, dass die kleinen Details, diese silbernen kleinen Details sich überall wiederfinden. Sowohl in der Jacke, als auch in der Hose, als auch in der Uhr. Und du hast eine Lederjacke an, als auch Ledersneaker. Das passt auch wieder ganz gut und harmoniert wirklich gut miteinander. Und ich muss sagen, das ist wirklich einer meiner Lieblingsoutfits für den Sommer. Und die Gesamtkosten für das Outfit liegen so circa bei 721 Euro. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr da draußen dieses Outfit findet. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreiben werdet. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Leon von Thiel. Leon, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, ja, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Die Nummer zum Community-Phone findest du in der Infobox. Also Leute, das war's für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Daumen und bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Outfit sagen werdet. Macht's gut, bis dahin. Peace out.